Vor kurzem hatten wir in Essingen eine Punktsitzung, die vom ABV und vom Landauer Karnevalsclub organisiert und durchgeführt wurde. 5,5 Stunden lang gab es ein Feuerwerk aus Tänzen, Bittenreden und Dschungelliedern. Wir möchten Ihnen daraus so peu à peu die schönsten Szenen zeigen. Du kannst auch Turnen, Tanzen und Singen.
aber das darf man nur, wenn der liebe Nachbar da ist und aufschreiben kann, wann die meisten tanzen oder wer was falsch sieht. Oh ja, und letzte Jahre in Essingen waren deutsche Elite. Da waren Leute, wo hätte ich diese schwere Kugel aus Eisen. Nur der Sprecher heißt Buhl. In Türkei an Strand des Deutschen machen auch gerne. Aber nur da sprechen Boccia und nehmen Plastikkugeln, weil sonst so gefährlich, wenn fallen auf die Kopf von die Sonnenanbeter. Aber bald in Essingen, du kannst auch liegen an die Strand. Wenn die Heimat ist schön und neu, dann vielleicht kannst du auch baden in Essingen. Einmal in die Jahre hier ist auch große Festival. Immer wenn die lustigen Leute mit dem Wasserschlauch und die Gießkanne kommen, pustet da rein. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber in der Türkei, meine Mama nimmt die Gießkanne zu diesen Blumen und mein Papa nimmt die Schlauch für wasche Auto. Aber gut, andere Lage, andere Sicht. Ich will ja auch gut machen, Integration. Dieses Jahr, ich nehme Schlauch, nichts verputze Auto, ich mache damit Musik. Vielleicht Deutsche auch nicht so viel Geld verkaufen, Flöte oder Trompete. Obwohl, ist ja nicht so schwer, holen Geld in Essingen. Musst du nur laufen VR-Bank. Musst du kommen, man Klingel kaputt, dann sprechen, wie viel Geld du brauchst. Musst nicht so viel holen, kannst bald wiederkommen. Musst nur... was meine Mama und mein Vater machen. Spreche mit lustigen Mann, wo immer ich spreche die ganze Zeit. Und die ganze Zeit spreche hö. Das waren meine Eltern geben Kleider. Jetzt da verkaufen türkische Spezialität. Muss nur neue Namen haben für die Wirtschaft. Vielleicht Dönerwärter? Ihr wollt gute Integration für mich und meine Familie. Ihr müsst kommen, Wirtschaft und gut essen, türkisch Döner. Nichts vergessen, sonst ich komme wieder, nächste Fasching mit all meinen Cousins. Das hast du schon super gemacht. Ich hätte dich jetzt schon zum zweiten, dritten Mal. Also absolut à la bonne heure. Für Sie ist am Mikrofon Sebastian Wolz. Ich natürlich auch wieder mein Präsent vom Prinz. Oh, yeah.